Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Stoppenbach in Weizenkrimi. Nee, letzte Weizen hier, ne? Also wir legen, glaube ich, keinen Strom mehr ab. Ich habe mich dazu entschieden, das Stroh zu häckseln. Wegen Wetter und so, ne? Das ist mir zu kriminös. Wir müssen auch bald zusehen, dass wir das Zeug reinkriegen. Wir können natürlich jetzt erst pressen. Und gucken nach, wie viele Ballen das gibt, aber... Wir haben 100.000 Liter Strom im Stall. Also, das soll reichen. Ich weiß ja nicht, wie viel Strom da rein muss, aber... Für ein Jahr. Aber... Ja, genau. So, aber... Aber lassen wir mal stehen. Wir müssen jetzt erst sehen, dass wir hier das letzte Zeug runterholen. Das ist, glaube ich, wichtiger wie Strom, falls es anfängt zu regnen. Genau. Weil, ja, wir brauchen halt... Das Gemüse. Das ist das Wichtigste. Ich denke aber, den letzten Rest werden wir, glaube ich, jetzt mal im Silo einlagern, weil wir auch noch Körnermais kriegen. Und ich muss mal eben gucken, hier gucken, ob wir Körnermais einlagern können. Auch ins Stall fahren können. Dann tun wir nämlich Körnermais reinfahren. Da gibt es nicht so viel Geld für wie für Weizen. Dann ist das taktisch klüger, ne? Nein, das wollte ich gar nicht. Mach mal wieder zurück. Ich wollte hier. Bilder. Ich habe noch kein Bild. Junge. Okay. Oh, Junge, Junge, Junge. Das war aber knapp, du. Gut, dass wir keine Vorwärtsskills haben. Ne? Sonst wäre das nämlich in die Hose gegangen. Sagen wir, wie es ist. Puh. Ja, dann wünsche ich mal frohe Pfingsten gehabt zu haben. Ich vergesse das nämlich immer zu sagen. Man kennt es nicht anders bei mir, ne? Ich vergesse das immer, dass ich ja vorausdenken muss und dann vergesse ich euch frohe Pfingsten gewünscht zu haben. Ja, ich hoffe, ihr habt frohe Pfingsten gehabt, ne? Checkhaken hinterher. So ab. Nee. Nix Handbremse. Abflug. Sie leben 14.000 Liter Weizen, haben wir schon den Tank. Das ist ganz gut, ne? Wie macht das Wetter? So was von Kopfschmerzen. Das sag ich mal. Das ist nicht schön. Wenn du da immer so den Regen in den Nacken hast, ne? Ja, in Real Life ist ja auch so. Kannst du ja auch nicht sagen. Punkt 16 Uhr soll es regnen, sondern... Wenn dann regnet, dann regnet, ne? Das ist so im Leben. Deswegen müssen wir aber zusehen, dass wir hier... Im LS17 ist halt der Nachteil, ne? Wenn es regnet, hast du auch weniger Material hinterher auf der Fläche an Stroh, ne? Das bleibt nicht drüber da liegen. Also, ja, den Schneid wird zwar nicht auch noch verkaufen. Der war ja auch nur am Rutschen. Müssen wir nachher mal gucken. Herzlich willkommen im Video. Oh, Autosave, danke. Wäre nicht nötig gewesen. Guck, Hans-Dieter, der lübt da auch schon wieder lang. Die alte Galosche. Jetzt müssen wir eben was mit Kückerchen machen. Ob das auch alles so läuft, wie es laufen soll. Wenn wir hier nämlich Körnermais reinmachen können. Ja, dann machen wir den letzten Rest hier nämlich mit Körnermais voll. Und lagern hier was ein. Wegen Sicherheit. Junge, das geht ja gut los mit So sollte das eigentlich nicht laufen. Ich muss das Gerät noch wechseln, ne? Hab ich hier hingelegt, ne? Ja. Es geht den Grobern diesmal stehen lassen. Versuchen wir mal langsam hinzuschieben, ne? Oh, das wird nichts. Ich sehe so viel im Spiegel, mir gar nichts. Auch kein Problem, ich kann eh nicht nach Spiegeln fahren, ne? Das wisst ihr ja alle. Kriegt das in meiner Mummel nicht hin. Mit diesem Spiegelverkehrten. Oh, wir können abkippen. Kippen wir ab, die Schose. Das wäre ganz sinnig.
Haben wir das nämlich erledigt, ne? So, Abflug. Das wird morgen wieder voll kriegen, ne? Der Verkehr ist aus, der geht mir hier auf den Zünder. Und dann bin ich ja ganz ehrlich, es ist echt schön mit Verkehr zu spielen. Aber wenn er dann stellenweise überhaupt nicht geht, nee, dann lass ich den Verkehr aus. So bin ich ganz ehrlich. Bevor du dann nur so eine Halsschlagorder hast wegen dem Verkehr, das lass man sein. Da gibt es ja schon andere Sachen, die einen so eine Halsschlagorder machen hier. Zum Beispiel mein guter Schneid wegzuwagen. Und ab und zu muss man dann halt auch mal auf die Straße luschern, ne? Wegen Sicherheit und so. Ganz wichtig. Aber wir haben ja Eulie. Ich würde auch ganz gerne mal eine Erntemission machen und so, weißt du? Damit wir mit Portolas noch regenerieren. Ich glaube, wir brauchen nämlich noch Fläche. Wenn wir nicht drum rumkommen. Ja klar, wir können noch Kredit nehmen und so. Ich glaube, wir werden uns auch noch eine Fläche ran organisieren. Wenn der Regen vorbei ist, glaube ich, machen wir das. Dann werden wir uns noch eine erntereife Fläche ran organisieren, die eben fix abmähen. Dass wir noch ein paar Tollers kriegen. Und ich habe auch noch nicht so geguckt, was hier so in mein Beuteschema passt. Hier musst du den immer so anmachen und das Gerät wechseln. Das ist ein bisschen lästig. Schon wieder leer? Als Chlorakide. Abflug. Ja, wenn du den Gang reinmachst. Hyperchen? Ist nicht so schön, ne? Nee, hab ich auch gemerkt. Schubdi. Schubdi-dudi-du. Ich mach Bobo, was machst du? Wir nehmen die Weltherrschaft an uns reichen. Der Stoppenbach. Nee, werden wir nicht. Wir wollen ja hier Chili Vanilli durchspielen, ne? Herrlich, herrlich, herrlich. Wir müssen nochmal wieder Holzer-Map spielen, aber dann muss ich jetzt einen Fuhrpark tauschen. Ich bin mit dem Schlepper-Fuhrpark auf der Holzer nicht zufrieden, sonst also weiß ich gar nicht mehr, was wir da gemacht haben. Ich glaube, gedrillt haben wir da zum Schluss, ne? Aber im Moment möchte ich nicht so viele Videos machen, ne? Ich glaube, 3 Stück am Tag, das reicht jetzt mal. Ja, da können wir mit Komfort gehen. 3 Stück, das reicht am Tag. Wenn, dann kommt ja die Hoffnung wieder rein, aber da warte ich jetzt auch erstmal aufs Update. Da bin ich ja ganz ehrlich. Ich kann da bestimmt nämlich auch einen neuen Spielstand anfangen auf der Offlum und deswegen warte ich jetzt auch auf der Offlum erstmal aufs Update. Irgendwas werden wir noch finden zur Not. Und ich finde, wir haben 3 Projekte, das reicht. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, der noch LS17 spielt, ne? Ja, ja, glaub wohl. Also ich habe bis jetzt noch keinen LS17 mehr spielen sehen. Obwohl das eigentlich. Es ist cool, LS17, ey. Sagen wir mal, wie es ist. Mit More Realistic und dies und das und kannst die Maps so spielen, wie sie im Original mal waren und nicht alles so aufgewärmt und so. Schon eine coole Sache. Und Maschinen und so. Ist ja auch ganz was anderes. Also mir macht das hier noch richtig Spaß. Aber wenn ich dann so Sachen lese, ja, die Grafik! Nee, die Grafik ist doch gut. Ja. Überlegt mal, als wir LS9 gespielt haben, wie da die Grafik war. Ja. Junge, Junge, ey. Klar ist, das kann der 17er mit dem 22er nicht mithalten, indem die Gebäude platzieren oder mal hier was hinmalen. Das geht halt den 17er nicht gut. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das ist so. Ja, aber dafür, ich finde, Fuhrparktechnisch oder maschinentechnisch ist der 17er richtig genial. Und auch so was Produktion angeht oder so. Klar spielen wir jetzt eine Map, wo es keine Produktion gibt, aber. Ich muss mir auch noch irgendwie ein Seedmaster mal suchen. Ich habe auch keinen in Mod-Ordner, glaube ich. Das muss ich nachher mal machen. Seedmaster suchen oder so. Das würde man selbst jetzt unser Saatgut herstellen können. Das wäre noch so eine Alternative, die wir einnehmen können. Ne?
irgendwie und vielleicht ein Hof-BGA oder was? Ich habe noch keinen Plan. Also das sind noch zwei Sachen, die muss ich mir noch raussuchen. Das werde ich später mal machen. Wenn ich dann Zeit habe, dann suche ich da was raus und das platzieren wir dann irgendwo noch mit hin. Obwohl, ja, eine Hof-BGA brauchen wir nicht. Du kannst hier eine BGA kaufen, ne? Also von daher, man zieht Master, das wäre echt. Das ist schon eine feine Sache, wenn wir irgendwie sowas mal ran organisieren könnten, ne? Das ist doch eine ganze Menge, was wir an Saat brauchen. Und das Geld können wir anderweitig investieren. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich kann es euch nicht versprechen oder auch nicht sagen, ne? Ich werde nachher mal im Netz in Ruhe eine Runde suchen, ob es noch so ein Seedmaster zum Download gibt oder vielleicht wirklich eine Mini-BGA. Und wir haben hier nicht so viel Grünland und die große, da gefiel mir irgendwie die Phase jetzt nicht. Deshalb bin ich auch ganz ehrlich. Damit wir uns da irgendwas noch ran organisieren. Wie gesagt, wir müssen jetzt, wenn Stroh und alles weg ist, können wir, glaube ich, schon mal anfangen, die Mutterschweine zum Hof zu fahren. Wir müssen auch die restlichen Maschinen noch weg vom Händler abholen, die verräumen. Ja, dann müssen wir Feldarbeit starten, dass wir das alles schier hinkriegen. Ja, die Wiesen müssten eigentlich nochmal gedüngt werden. Mein Mais müsste sich eigentlich auch nochmal düngen. Also Arbeit haben wir hier genug. Also das ist nicht so, als wenn wir hier bei nichts tun, TV. Ne? Also dann, daran soll es hier scheinen. Da kommen auch noch ein paar Folgen zusammen. Also so ist es nicht. Und diesmal ziehen wir das Projekt hier durch. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe da richtig Bock drauf. Mir macht das Spaß hier. Mit Seasons und so. Und Seasons ist cool hier im 17er. Ich weiß gar nicht, wer das hier gemacht hat. Ich weiß das echt nicht. Wer das damals als Mod rausgebracht hat, Seasons. Man läuft hier, ne? Ja, ich hab's mir gedacht, es kommt nicht viel weit zu mir zusammen. Wir haben einen Wagen weggebracht. Nur ein bisschen noch. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Fläche kaufen. Da kommen wir nicht drum rum. Sonst haben wir nichts dort. Tja, dann ist das so. Aber das ist ja auch kein Problem für uns, ne? Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ist aber auch jetzt die letzte Erntefolge, ne? Den Rest mache ich dann ohne euch fertig. Ich glaube, dann haben wir die Ernte auch gut genug rausgelutscht mit Dreschen und so. Ihr habt von allen Flächen was gesehen und dann ist das für mich in Ordnung. Wie gesagt, den letzten Rest mache ich dann jetzt ohne euch fertig. Das sind jetzt nicht mehr viel. Es gibt noch einen Wagen. Wenn wir Glück haben. Und dann war's das. Kann das Moped nach der Schone hin, ne? Wie wir es denn da wieder reingestellt kriegen? Schwierig, ne? Man kennt's ja. Aber dann läuft der Wagen. Glaube ich nicht. Ja, doch, mit Naschkasten kriegen wir den noch voll. Schwierig, ne? Glaub's bald nicht. Ja, doch. Könnten wir, wenn wir Glück haben, nochmal voll kriegen. Aber dann ist das auch erledigt. Haben wir ein bisschen Raps. Wir haben 24.000 Liter Raps im Hofsiedel. Ne? Dann haben wir 14. 28.000 Liter Weizen und was noch überbleibt. Sagen wir mal knapp 30.000 oder gut 30.000 Liter Weizen im Silo, das ist auch in Ordnung. Körnermais fahren wir dann in die Schweinezucht noch rein. Das ist okay. Eigentlich ganz gut aufgestellt, wenn wir das Strom noch unterbrechen. Die Sherry, Vorsicht, muss ja auch nicht überall gegen den Sinn, ne? Aufpassen! Augen auf, mein Kofferklau. Schalinchen.
Ja, das passt alle rein in den Dreschkasten. Perfekt. Dann haben wir das erledigt. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, Hornorn, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!